Heute geht es um die 10 gefährlichsten Orte der Welt. Es gibt Orte auf der Welt, die man lieber nicht besuchen sollte. Von der gefährlichsten Stadt der Welt bis hin zu einer schweren Atomkatastrophe. Jetzt in diesem Video. Nummer 10. Im US-Bundesstaat Oklahoma müssen die Einwohner jederzeit damit rechnen, dass das eigene Zuhause innerhalb von Minuten zerstört werden kann. Bis zu 200 Tornados werden hier jedes Jahr registriert. Warnungen kommen meist zu spät. Jedes Mal hinterlassen sie zerstörte Landstriche und hohe Kosten für den Wiederausbau. Am 31. Mai 2013 wurde in El Reno ein Rekord für den größten Tornado der US-Geschichte aufgestellt. Es herrschten Windgeschwindigkeiten von 475 km/h. Der Durchmesser lag bei unglaublichen 4,2 Kilometer. Zerstört wurden ganze Landstriche. Einige Sturmjäger wurden von dem Tornado erfasst und mussten dafür mit ihrem Leben bezahlen. Nummer 9. Java und Sumatra. Auf diesen Inseln sind Naturkatastrophen wie Erdbeben, Erdrutsche, Vulkane und Tsunamis nichts Neues. Am 26. Dezember 2004 um 0.58 Uhr gab es das Erdbeben im Indischen Ozean. Es war das drittstärkste jemals aufgezeichnete Beben und löste eine Reihe von Tsunamis an den Küsten aus. Durch das Erdbeben starben insgesamt etwa 230.000 Menschen. 110.000 Menschen wurden verletzt und 1,7 Millionen Menschen wurden obdachlos. Nummer 8. Der Huashan ist einer der 5 heiligen Berge in der Provinz Shanxi in der Volksrepublik China. Das Gebirge ist wegen seiner steilen, malerischen Felswände und seiner gefährlichen Steige auf die Gipfel berühmt. Mehrere Gipfel bis 2155 Meter sind durch Bergpfade miteinander verbunden. Entlang den Pfaden befinden sich Klöster, Tempel, Brücken und Tore. Die Treppen im Gebirge von Huashan sind gefährlich steil. Manchmal geht es fast senkrecht nach unten. Nummer 7. Im Kivu-See, an der Grenze zwischen Ruanda und dem Kongo, lauert eine Gefahr. Man schätzt, dass etwa 250 Kubikkilometer Kohlenstoffdioxid und etwa 60 Kubikkilometer Methan im See gelöst sind. Das entspricht mehr als der Hälfte des gesamten Sees. Jederzeit könnten Gasblasen aus dem See austreten und somit einen katastrophalen Gasausbruch auslösen. Viel schlimmer als 1986 am Kameruner Nyos-See, wo 1,6 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid schlagartig freigesetzt wurden. Dadurch starben etwa 1700 Menschen und Tausende von Tieren. Am Kivu-See wären die Auswirkungen extrem tragisch, da 2 Millionen Menschen gefährdet sind. Nummer 6. Juarez. Diese Stadt ist in der Verbrechensstatistik ganz oben vertreten. Es gibt keine Stadt in Mexiko, die so extrem vom Drogenkrieg betroffen ist wie diese. 2008 wurden 1600 Menschen ermordet. 2009 waren es 2600 und 2010 sogar 3111. Durchschnittlich werden pro Tag 7 Menschen ermordet. Seit Anfang der 90er Jahre werden andauernd Frauenmorde ausgeführt. Die Opfer werden entführt, gefoltert und nach einiger Zeit getötet und außerhalb der Stadt abgelegt. Die meisten Morde wurden bisher nicht aufgeklärt. Nummer 5. Camden ist eine Industrie- und Hafenstadt im Bundesstaat New Jersey in den Vereinigten Staaten. Camden war viele Jahrzehnte ein wichtiger Industriestandort, wurde aber durch den Strukturwandel und den industriellen Niedergang der letzten Jahre schwer getroffen und gehört heute zu den ärmsten Städten der USA. Basierend auf Morde, Vergewaltigungen, Raubüberfälle, schwere Körperverletzungen, Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle ist sie die gefährlichste Stadt in den USA. Nummer 4. Das ist die sogenannte Schlangeninsel oder auch die Insel des Todes. Die Insel ist hauptsächlich mit Schlangen besetzt. Es gibt nur sehr wenige andere Tiere. Auf einen Quadratmeter kommt hier mindestens eine Schlange. Früher gab es auf dieser Insel noch Leuchtturmwächter, doch keiner von ihnen überlebte. So musste man den Leuchtturm auf Automatikbetrieb umstellen. Man konnte kaum einen Schritt gehen, ohne auf eine hochgiftige Schlange zu treffen. Da sich die Schlangen hauptsächlich von Vögeln ernähren, die sie in kürzester Zeit flugunfähig machen müssen, wirkt das Gift sehr schnell. Eine Maus ist in nur 2 Sekunden sofort tot. Wird ein Mensch gebissen, hat er so gut wie keine Chance zu überleben. Deshalb ist das Betreten der Insel verboten. Eine bekannte Geschichte aus der Gegend. Ein Fischer wollte sich nur Bananen pflücken. Nach kürzester Zeit wurde er von einer Schlange gebissen. Und noch bevor er an sein Boot kam, hat das Gift ihn schon getötet. Nummer 3.
Die Danakil-Wüste liegt an der Küste des Roten Meeres in Äthiopien. In dieser Wüste wurden bereits Bodentemperaturen bis zu 70 Grad Celsius gemessen. Die Danakil wird oft auch als Höllenloch der Schöpfung bezeichnet, da hier die Wiege der Menschheit vermutet wird. Hier wurden fast 2 Millionen Jahre alte Überreste von Menschenaffen gefunden. Neue Theorien gehen davon aus, dass sich der Homo sapiens in dieser Gegend entwickelte und von hier aus verbreitete. Natürlich war das Klima zu dieser Zeit kühler und feuchter. Die meisten Reisebüros werden euch abraten, hierher zu reisen. Es ist nicht selten, dass hier Touristen entführt oder getötet werden. Im Jahr 2012 kamen Bewaffnete aus der Danakil-Wüste und eröffneten das Feuer auf eine internationale Reisegruppe. Nummer 2. Die kerntechnische Anlage Mayak war bis 1987 eine Anlage zur Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen der Sowjetunion. Im September 1957 explodierte in Mayak im Südural ein riesiger Betontank mit hochradioaktiven Abfällen. Hier auf dem Bild ist das kontaminierte Gebiet nach dem Unglück zu sehen. Bis heute gilt die Region als eines der verseuchtesten der Welt. Ein Mechaniker, der die Katastrophe überlebte, sagte, dass sich eine riesige rotleuchtende Wolke über der Explosionsstelle erhob. Die Blätter der Birken wurden sofort gelb und fielen zu Boden. Der Wald bot innerhalb kürzester Zeit einen fürchterlichen Anblick. Der Vorfall gehört zu den größten Atomkatastrophen der Welt. Es ist der drittschwerste Nuklearunfall der Geschichte. Nach der Katastrophe von Tschernobyl 1986 und der Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011. Bis heute sind keine genauen Zahlen über die Folgen des Unglücks bekannt. Aber viele tausend Menschen wurden nach der Katastrophe evakuiert. Die Krebsfälle in der Gegend häuften sich. Mehr als 30 Jahre lang verheimlichte die russische Regierung den Unfall vor den Bewohnern und der Weltöffentlichkeit. Und trotz weiterer Zwischenfälle ist die Anlage bis heute in Betrieb. Das Unternehmen Mayak Enterprises bereitet dort Brennstäbe aus Atomkraftwerken wieder auf und gewinnt waffenfähiges Plutonium. Und kommen wir zu Nummer 1. San Pedro Sula, die gefährlichste Stadt der Welt. Die Bevölkerung lebt mit ständigem Risiko, auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause überfallen, vergewaltigt oder getötet zu werden. Die Ursache findet sich in Massenarmut und den Kriegen zwischen Straßenbanden, die nicht selten in Schießereien enden. Allein im Jahr 2012 wurden in der Stadt 1218 Morde registriert. Damit kamen 169 Morde auf jeweils 100.000 Einwohner. Zum Vergleich, in New York kommt es jährlich durchschnittlich zu 6,2 und in London zu 1,2 Morden je 100.000 Einwohner. Zusätzlich gilt ein gewisser Teil der Polizei als korrupt. In den vergangenen 3 Jahren gingen rund 50 offizielle Beschwerden ein, bei denen der Polizei auch Morde vorgeworfen wurden. Echt unglaublich, was sich in der restlichen Welt abspielt. Lasst es uns besser machen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.